Coronavirus-Epidemie hat viele Katzenbesitzer in Alarmbereitschaft versetzt. Möglicherweise habt auch ihr etwas über das Feline-Coronavirus gehört und fragt euch, ob es mit dem Ausbruch in China zu tun hat. Kann es verhindert oder behandelt werden? Kann es vielleicht sogar auf den Menschen übertragen werden? In diesem Tierisch-Schlau-Video möchten wir euch ein wenig beruhigen, indem wir euch alles erklären. Felines enterales Coronavirus ist ein Virus, das die Epithelzellen des Katzendarms befällt und zu einer leichten oder chronischen Gastroenteritis führt. Es wird über den Kot, den Hauptinfektionsweg, ausgeschieden. Eines der Hauptmerkmale dieses Virus ist seine Mutationsfähigkeit, die zu einer weiteren Krankheit führt, die als infektiöse Peritonitis bei Katzen bekannt ist. Es betrifft Kätzchen, ältere Katzen und solche, die immungeschwächt sind. In der Umwelt ist es wenig beständig und kann leicht durch hohe Temperaturen und Desinfektionsmittel zerstört werden. Es gibt mehrere Coronavirus-Stämme, von denen einige nur Tiere wie Katzen, Hunde oder Schweine befallen, während andere ausschließlich Menschen betreffen. Aus diesem Grund kann eine Katze mit Coronavirus keine Menschen infizieren, da der Stamm auf den menschlichen Organismus keinen Einfluss hat. Die häufigsten Symptome sind Durchfall, Erbrechen, Bauchschmerzen, Lethargie und Fieber. Die Mehrheit der Katzen, die darunter leiden, sind resistent gegen die Krankheit. Sie entwickeln keine Symptome, werden stattdessen zu Trägern und werden den Virus über Ausscheidung los. Die Mutation des enteralen Coronavirus bei Katzen kann sich in zwei verschiedenen Formen manifestieren: trocken oder feucht. In trockener Form werden wir Gewichtsverlust, Anämie, Appetitlosigkeit, Depression, Flüssigkeitsansammlung oder Augenentzündung beobachten. In der feuchten Form können wir Verstopfung sowie Entzündung in den Nieren und im Unterleib feststellen. Die Impfung ist die einzig wirksame Präventionsmethode. Daher ist es ratsam, regelmäßig einen Tierarzt aufzusuchen und den vom Tierarzt vorgeschriebenen Impfplan einzuhalten. Sobald die Katze infiziert wurde, kann sie nicht mehr behandelt werden. Die Katze kann sich selbst infizieren oder die Krankheit auf andere Katzen übertragen. Wenn mehrere Katzen zusammenleben, müssen sie beim Verdacht auf diese Krankheit getrennt werden und können erst nach einigen Monaten wieder zusammengehalten werden. Wie ihr gesehen habt, besteht kein Risiko, dass sich das Feline-Coronavirus auf den Menschen überträgt. Aber es ist durchaus eine ernstzunehmende Krankheit bei Katzen. Aus diesem Grund ist es so wichtig, eure Katze so schnell wie möglich zu impfen. Sprecht mit eurem Tierarzt. Er kann euch alle Fragen beantworten. Vergiss nicht, uns einen Kommentar zu hinterlassen, wenn du hilfreiche Erfahrungen gemacht hast. Wir sehen uns beim nächsten Mal.